Jesus heilt einen von Geburt an blinden Mann. Ein Wunder, das Jesus tat. Einmal kam Jesus mit seinen Freunden, den Jüngern, an einem Mann vorbei, der seit seiner Geburt blind war. Die Jünger fragten Jesus: Wer hat einen so großen Fehler begangen, dass Gott diesen Mann dafür straft? War es er selbst oder waren es seine Eltern? Keiner ist daran schuld, entgegnete Jesus. Er ist blind, weil Gott an ihm zeigen will, welche Kraft er hat. Weiterhin erklärte er: Die Nacht kommt, in der keiner mehr arbeiten kann. Solange ich auf dieser Erde bin, bin ich das Licht für die Welt. Danach spuckte er auf den Boden und vermischte seine Spucke zusammen mit dem Dreck zu einem Brei. Diesen Brei schmierte Jesus dem blinden Mann auf die Augen. Dann sagte er zu ihm: Geh und wasch dir die Augen. Das tat der Blinde. Nachdem er seine Augen gewaschen hatte, konnte er auf einmal sehen. Seine Freunde und Nachbarn sahen, dass er sehen konnte und fragten ihn: Warum kannst du auf einmal sehen? Jesus hat mich geheilt,